ihrem dritten und damit ihrem letzten Jahr die Ruhr-Triennale und lässt sich immer von den Orten inspirieren. Wir gehen ganz stark von dieser Region aus, weil es eine gebeutelte Region ist. Das kann man ja sagen. Es ist eine verwundete Region. Es ist aber auch eine fruchtbare, innovative und kreative Region. Und das hat uns eigentlich durchgehend beschäftigt. 34 Produktionen, Theater, Musik, Performance und Kunst, alle widmen sich dem Grundthema. Was macht den Menschen aus? Den Auftakt macht heute der Sommernachtstraum in Duisburg. Der US-Bundesstaat Hawaii ist von schweren Waldbränden betroffen. Mindestens 36 Menschen sind ums Leben gekommen. Die Behörden befürchten, dass die Opferzahl noch steigt. Die Inselgruppe liegt etwa 3800 Kilometer westlich vom Festland der USA. Die Opfer sind alle auf der Insel Maui in der Küstenstadt Lahaina umgekommen. Betroffen ist aber auch die Nachbarinsel Big Island. US-Präsident Biden rief den Katastrophenfall aus. Oh mein Gott, seht euch den Hafen an. Diese Helikopteraufnahmen zeigen, wie sehr die Waldbrände die Stadt Lahaina zerstört haben. Augenzeugen filmen, wie das Feuer Häuser vernichtete. Oh mein Gott! Die Küstenwache rettete nach eigenen Angaben Menschen, die vor Verzweiflung ins Meer gesprungen waren. Noch immer haben Tausende keinen Strom. We have families still there. Es gibt noch immer Familien, die nicht evakuiert sind, weil es kein Benzin gibt. No gas. Wie viele Menschen alles in den Flammen verloren haben, ist unklar. Die US-Regierung unterstützt die lokalen Behörden unter anderem mit Hubschraubern und Geld. Viele Menschen sind bei Freunden oder Familienangehörigen untergekommen, mehr als 2000 in Notunterkünften. Die Herausforderung ist, dass wir wenig Möglichkeiten haben, Menschen unterzubringen, weil Maui als Insel isoliert ist. Warum die Brände ausbrachen, ist noch unklar. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 11. August. Im Nordosten halten sich noch Wolken eines skandinavischen Tiefausläufers. Sonst sorgt Hochdruckeinfluss für viel Sonnenschein und sommerliche Wärme. Im Norden und Nordosten gibt es heute Nacht noch dichtere Wolken, aber es bleibt meist trocken. Im übrigen Land verbreitet klar und morgen vielerorts sonnig. Im Nordosten sind zunächst noch einige Wolken unterwegs. Am Nachmittag und Abend wird es im Westen und Nordwesten wolkiger und auch einzelne Schauer sind dann möglich. An der Nordsee und am Rhein heute Nacht um 15 Grad, in einigen Berglagen nur einstellige Werte. An der Ostsee morgen um 20, im Südwesten dagegen um 30 Grad. Am Samstag im Südosten zunächst noch oft Sonnenschein, sonst mal Sonne, mal Wolken mit Schauern und teilweise kräftigen Gewittern. In den folgenden Tagen erwartet uns wechselhaftes, aber weiterhin warmes Wetter. Um 22.15 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen für Sie. Alles auf Anfang gelingt der Ampel einen Neustart und Tod eines pakistanischen Bergträgers. Was geschah am K2, dem zweithöchsten Berg der Welt? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Jeśli niedźwiedź znajdzie ulę, z pewnością do niego wróci. I to bardzo szybko. Co gorsza, tym razem przyprowadził kolegę. Miód znika w kilka minut, a ul zostaje.
Cool. Zemsty ze strony ludzi. Do akcji wkraczają Mario Cipollone i ekipa Rewilding Apennines. Aby chronić miód i zapobiegać zabijaniu niedźwiedzi, zespół ogradza ulę. Elektryczny pastuch nie skrzywdzi zwierząt, ale nauczy je, żeby trzymać się z dala od miodu. Na całym świecie terytoria niedźwiedzi są poprzecinane przez drogi. Aby dostać się z jednej części terytorium do drugiej, zwierzęta muszą przechodzić przez jezdnię. Zerwanie zwiadki. A to się wiąże z niebezpieczeństwem. Wiele niedźwiedzi odnosi rany albo ginie w wypadkach samochodowych. Co roku w Europie dziesiątki młodych zostają osierocone. Biedny został. Grecja. Co się stało? Dziadek jest sam przy ruchliwej ulicy. Nie może wejść do góry. Desperacko nawołuje matkę, której nie widać w okolicy. Miejscowa grupa ochrony przyrody ratuje malucha. Opiekę przejmuje ośrodek dla dzikich zwierząt Arcturus, znajdujący się na północy kraju. Niedźwiedzie wciąż są gatunkiem zagrożonym. Każdy osobnik jest na wagę złota. Okazuje się, że to samiczka. Na imię dostaje Sofia. Przyzwyczaja się do nowego miejsca i zaprzyjaźnia z osieroconym samczykiem imieniem Luigi. Rody trzymają się blisko matki przez 2 lata. To ważny okres, w którym uczą się podstawowych umiejętności. Sofia i Luigi mają dopiero 2 miesiące. Na razie całkowicie polegają na swoich opiekunach. Wychowywanie osieroconych niedźwiadków w niewoli to ostatnia deska ratunku i jedyna nadzieja na przetrwanie dla maluchów. Najbliższe miesiące będą kluczowe. W Europie i na całym świecie niedźwiedzie mają podobne zwyczaje.